Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid in meiner Werkstatt. Heute geht es darum, ich brauche für eins meiner nächsten Projekte etwas größere Kreise und dafür möchte ich mir gerne für die kleine Kantenfräse einen Fräszirkel bauen. Wie wir den bauen und ob es was wird, sehen wir nach dem Intro. So, dann legen wir mal los. Ich habe mir jetzt schon mal ein Stück Sperrholz rausgesucht für die Grundplatte. Dann werde ich auch gleich noch dieses eine Stück von meinem, was ich für vom Bohrtisch verhunzt habe, werde ich auch noch benutzen. Dann habe ich mir, da der eine Feinverstellung kriegen soll, der Fräszirkel eine Feinverstellung kriegen soll, habe ich mir jetzt schon mal hier so eine Rändelmutter ausgedruckt. Die kommt zum Einsatz. Und dann habe ich mir auch nochmal zwei Stückchen Metall rausgesucht aus meinem Fundus, die ich dann brauche, damit die unten in der Nut gleiten können und damit ich die Verstellung quasi fixieren kann. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, indem wir als erstes mal einen Streifen hier von der Platte runterschneiden und dann da die Nuten einfach reinmachen. Der Brettstreifen ist jetzt 10 cm breit und dann hole ich mir mal den Korb und zwar der soll dann da vorne so drauf. Das heißt, jetzt markiere ich mir mal die Mitte von meiner Oberfräse, damit ich weiß, wie lange oder wie weit jetzt die Nuten gefräst werden müssen. Und zwar mal hier außen genau die Mitte von der, quasi hier haben wir einen Strich für die quasi für die Mitte von der vom Fräser. Den übertragen wir uns jetzt. So, und dann gucken wir gleich noch, was wir da an. Und da haben wir ein 35er Loch. So, die Mitte haben wir jetzt angerissen. Ich werde jetzt hier vorne schon mal mit einem 35er Forstnerbohrer mir ein Loch reinbohren. Vorne die Zentrierung ist jetzt drin und falls ihr wissen wollt, wie ich den Bohrtisch gebaut habe, den verlinke ich euch irgendwo oben in der Ecke. Weiter geht's mit dem Fräsen der unteren Nut für die Metallplättchen, um die zu verschieben. Die untere Nut ist jetzt fertig und das Stückchen Metall, was ich jetzt da habe, das läuft perfekt jetzt in dieser Nut. Jetzt werde ich den Anschlag, der bleibt jetzt so bestehen, damit ich jetzt nichts verstelle. Jetzt werde ich den 20 mm Fräser rausmachen und mache dafür einen 6 mm Fräser rein, um einmal komplett durchfräsen zu können. Jetzt habe ich hier eine
M6er Schraube und die läuft jetzt auch hier einmal frei, super, in dieser Nut. Wenn man jetzt dann da sieht, läuft dann der eine Nutstein schon mal richtig sauber durch. Der hier, wie sieht man das? Ich habe jetzt hier einen Strich gemacht. Das muss ich jetzt noch runterfallen soweit, damit der auch dann gut in der Nut gleitet. Die Rundung, quasi die Ecken hier ein bisschen rund machen, damit es ein bisschen da schieben kann. So, wunderbar. Passt. Ich habe jetzt hier die Mittellinie von dem Strich hier oben, habe ich jetzt einfach hier nach unten übertragen und das heißt, ich kann jetzt hier einfach hergehen und diesen Punkt anreißen. Einmal da und bei dem sieht man es ein bisschen schlechter, aber gut. So, und jetzt werde ich jetzt einmal bohren. Gewinde ist drin. Und gleich mal gucken, ob es passt. Ja, wunderbar. Lässt sich wunderbar. Jetzt geht es natürlich an meinen Schiebblock. Mal gucken, ob der ist ausreichend. Das heißt, ich werde den jetzt erstmal, ich will mir jetzt hier erstmal ein Stückchen runterschneiden von so 10 cm oder so und daran sämtliche Löcher und alles, was gebraucht wird, anzeichnen und bohren. Der Klotz ist jetzt geschnitten auf die 10 cm und ich habe jetzt dieses vordere Plättchen hier schon mal zentriert, also quasi hier auf meinen Mittelriss den vorderen Dorn quasi hingemacht. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich dann dieses Plättchen hier dann hinmache. Heißt, wir könnten das bis hierher. Ja, müssen mal gucken, wie weit ich jetzt mit dem. Das kommt ja noch dazu. Das muss ich noch messen. Wie weit ich denn überhaupt hin kann. So, das heißt, wir kämen mit dem Klotz bis maximal dahin.
Gut, heißt also, ja, passt auch noch. Gehen wir ein bisschen zurück, dass wir noch ein bisschen Luft haben. Das heißt, wir kämen da an diesen Punkt. Das habe ich jetzt nach oben übertragen. Das heißt, wir kriegen jetzt dann dieses Metallblättchen hier hin. Das heißt, wir hätten dann unser Durchgangs. Wir hätten dann hier unser Loch für die Verstellung. Das heißt, diese Verstellung plus die Abschnittkante von einem Zentimeter. So, heißt, hier werden wir dann das Klötzchen auseinanderschneiden. Und dann von dieser Kante machen wir hier ein Maß. Das wäre jetzt quasi hier diese, an dieser Linie würde jetzt hier meine Schraube entlang laufen. So, dann, wenn das unsere Schnittkante ist, machen wir von der Kante 15 mm plus, na, wo habe ich mein Rad? Eine kleine Unterlagscheibe zwischen machen. Zeichne ich erstmal an. Größer machen können wir es immer noch. Das Rad plus nochmal 15 mm. So, das heißt, wir kriegen jetzt hier, das wäre mein Abschnitt. Einmal hier Abschnitt, einmal da Abschnitt. Dann kriegen wir hier unsere Nut rausgeschnitten. Einmal hier und einmal da. Wir haben damit dieses Rädchen hier, hat einen Durchmesser von 20 mm. Heißt, ich möchte gerne das Rad ungefähr so 2 mm vorstehen haben. So tief würde das jetzt rausgeschnitten werden. So, ich habe jetzt dieses Rädchen, soll jetzt quasi hier sitzen. Dementsprechend habe ich hier die Mitte von dem Bohrloch. Wenn ich jetzt dann sage, für diese Höhe, das heißt also quasi, das wäre jetzt, hier würde das abgeschnitten werden dann. Dann hätten wir hier eine Höhe von 25 mm. Und dann hätten wir dann da diese Kante. So würde dann dieses Klötzchen da drauf liegen. Wir zeichnen uns jetzt hier 7 mm an. Dann kommt unsere Nut mit 6 mm. 6 mm 7 plus 6 sind 13. So, das heißt, wir hätten jetzt hier noch so eine kleine, wie so eine Art Führungsnase. Dann an dem Klötzchen dran.
Das heißt, das machen wir jetzt die Führungsnase, würde ich sagen, machen wir ja, so 3 mm. So, das heißt, wir hätten jetzt an dieser Kante eine Schnittkante, dann schneiden wir diesen weg, diese Kante weg und diese Kante weg. Dann haben wir wie so ein Klötzchen. Gut. Bevor ich das jetzt allerdings absäge, bohre ich jetzt noch dieses Loch und dann mein Gegenstück auch noch. Und zwar ungefähr, ja, dann nehmen wir da diese, ungefähr da die Mitte. Und dann zeichnen wir dieses auch noch an. So, das heißt, wir kriegen jetzt hier ein Sechserloch und hier ein Sechserloch. Beziehungsweise, naja, ich guck mal, ob ich ein 6, ich glaube, ich habe irgendwo noch ein 6,3er Bohrer. Ja, machen wir 6,5. Bohren wir einfach mal 6,5 durch und auch hier dieses Loch bohren wir jetzt an der Bohrmaschine durch. Ich habe das nochmal jetzt geändert, weil wenn ich das hier mit der Kappsäge auseinanderschneide, habe ich ja hier noch jede Menge Luft. Dementsprechend bin ich jetzt hier einen halben Zentimeter nach hinten gerutscht und habe jetzt die anderen Striche dann dementsprechend auch so abgeändert. Bohren jetzt quasi der bleibt der Bohr, das Bohrloch, und das habe ich jetzt einen halben Zentimeter nach hinten gerückt. Teil habe ich jetzt geschnitten. Sieht jetzt, habe jetzt direkt schon auseinandergeschnitten. Ja, so schaut das Teil jetzt aus. Ja. Auf der Seite habe ich jetzt noch ein großes Loch reingebohrt, damit ich hier den Schraubenkopf reinbekomme, damit ich ihn versenken kann. Da ist das alte, weil ich natürlich, trotz dass ich den Strich durchgestrichen habe, am falschen Strich geschnitten habe. Also durfte ich das ganze Zeugs nochmal machen. Gut, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe in die Teile jetzt schon die Gewindestange reingemacht. Ich habe sie unten, na komm, wäre scharf. Ich habe sie unten dann reingedreht und habe sie dann mit einem Körner vernietet. Einmal da und auf der Seite habe ich eine M4er Schraube genommen und habe die auf der Rückseite auch mit einem Körner vernietet. So sind die Schrauben jetzt schön fest und kommen nicht mehr raus. Nächster Schritt, den wir jetzt machen müssen, ist, wir brauchen für die Aufnahme des Fräskorbs brauchen wir ja noch die Löcher. Und damit ich jetzt eine gute Zentrierung kriege, nehme ich einfach einen 4,5er Holzbohrer, stecke den da rein und übertrage einfach diese vier Löcher. Die habe ich jetzt hier mit ein bisschen Epoxykleber reingeklebt und hier schiebt sich das dann da so drüber. Das heißt, wir müssen jetzt noch hergehen. Brauche ich meine Scheiben?
Energie. Das heißt, wir kriegen jetzt da in der Lackscheibe. Das wird jetzt ein bisschen fummelige Angelegenheit. So sieht jetzt die komplette Einheit aus. Ja, jetzt kann ich da circa einen Zentimeter an fein justieren. Das Teil kommt dann so rein. So schaut die Sache jetzt aus. Ich mache diese zwei Schrauben jetzt nochmal schnell neu und dann sehen wir uns wieder. Gut, solange die zwei neuen Schrauben drucken, machen wir jetzt noch die Frettschablone fertig. Das heißt, wir schneiden sie jetzt hier vorne noch so rund, wie das Teil ist, und dann will ich sie hier hinten auch ein bisschen schräger auslaufen lassen. Das Ding ist durchgetrocknet jetzt. Ich habe dann gestern Abend auch noch hier ein Loch reingebohrt, damit ich den Zirkel einfach aufhängen kann. Und ganz wichtig, beim Maßband aufkleben habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe es dann gestern Abend nochmal runter gemacht. Und zwar, ich habe falsch gemessen. Und zwar, ich hatte vergessen, dass dieser Pin und die Vorderkante von dem Klötzchen nicht ein und dieselbe Strecke haben. Deswegen musste ich dann das Maßband um 4 cm nach hinten versetzen. Gut, dann bauen wir das ganze Teil mal zusammen. Der Käfig ist jetzt hier fix und fest montiert. Die kleineren Drehknöpfe, die sind auch fertig gedruckt mittlerweile. Der habe ich jetzt dann gestern Abend noch, die Muttern habe ich dann gestern Abend noch mit Epoxy eingeklebt, sodass die mir da nicht rausfallen. So. Halt Unterlagscheiben. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe die Schrauben noch mal ein Stückchen abgeschnitten, damit sie oben nicht so weit rausgucken. So, der Fresszirkel ist jetzt, so wie er jetzt ist, fix und fertig. Das heißt, ich kann hier, ich habe jetzt hier dadurch eine sehr feine Feineinstellung. Das heißt, ich kann jetzt grob meinen Kreis einstellen, hinten dann festziehen, vorne lösen und dann mit der Feinjustierung noch nachstellen, wenn ich bis ich jetzt den gewünschten Durchmesser vom Kreis erhalten habe. Und dann ziehe ich vorne einfach fest
und habe meinen Kreis fix eingerichtet. Sollte ich jetzt dann merken, wenn ich jetzt den Kreis gefräst habe, ich muss doch noch ein bisschen kleiner werden, okay, Schraube wieder lösen und dann einfach die Feineinstellung in die entsprechende Richtung drehen, wieder festziehen und das war's. Jetzt werde ich mir mal noch ein Brett suchen und dann testen wir das jetzt einfach mal schnell. Theoretisch kann man jetzt eigentlich hergehen, die Fräse anmachen. Also quasi jetzt dann, wenn die Fräse mit der Fräse vorher eintauchen, schon ein paar Millimeter und dann kann man mit der Feinjustierung die Fräse so weit an den Strich dann ranführen, bis man das genaue Maß hat. Wunderbar, funktioniert einwandfrei. Man kann jetzt natürlich noch ein bisschen tiefer fräsen, dann kann man einfach hergehen mit der Stichsäge oder mit der Bandsäge den Kreis komplett ausschneiden und dann geht man einfach mit einem Bündigfräser her und fährt hier oben an dieser Kante entlang, so muss man nicht komplett durchfräsen an dem Ding, weil es ist dann doch schwierig, wenn man das dann irgendwie fixieren möchte. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht was mitnehmen von dem Video. Wenn nicht, hoffe ich, dass ich euch wenigstens ein bisschen unterhalten habe. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.